Es lebte einmal eine reiche Bäuerin. Die war schon in jungen Jahren Witwe geworden. Nun wollte sie viele Jahre nichts davon wissen, wieder zu heiraten. Denn sie fürchtete schon, dass die Heiratskandidaten eher von ihrem großen Bauernhof und von ihrem Geld angezogen würden, anstatt von ihren hübschen blauen Augen. So bewirtschaftete sie den Hof allein mit ihrem Knecht. Der Knecht, ein ruhiger und zuverlässiger Mann, war nur wenige Jahre jünger als sie. Sie mochte ihn recht gut leiden. Er war auch recht zuverlässig und es war auch so, dass sie ohne ihn nicht auskam. So kam es so weit, dass sie ihn eines Tages zu heiraten wünschte. Aber sie als Frau konnte ihn doch schwer fragen, oder? Und er ließ sich nichts anmerken. Es war nicht so, dass er sie nicht gemocht hätte. Aber dass ein Knecht sein Glück bei der Bäuerin suchte, also das kam damals in dieser Gegend überhaupt nicht vor. Nicht in seinen kühnsten Träumen hätte er sich das vorstellen können. Und so geschah nichts. Dann kam der Dezember heran. Und eines Abends meinte die Bäuerin neckend zu ihrem Knecht: Sag einmal, stell doch mal so wie früher die Stiefel an den Kamin. Er lächelte nur. Später meinte er: Ach, das ist doch wohl Kinderkram, oder? Aber sie blieb dabei. Sie ließ einfach nicht locker. Und schließlich musste er seine Stiefel holen, putzte sie nochmal schön blank und stellte sie dann neben den Kamin. Schließlich war sie ja auch die Bäuerin und die Herrin im Haus, nicht wahr? Am anderen Morgen, da hatte er das schon längst wieder vergessen. Er ging nach unten in die Küche und wollte einen Tee trinken. Doch dann sah er da seine Bäuerin. Die stand da mehr als verlegen, mit hochrotem Kopf, barfuß, in seinen ihr viel zu großen Stiefeln. Aber zu sagen brauchte sie nichts. Er verstand den Wink. Und 2 Monate später war er der Bauer.